Hing das auch mit unterschiedlichen Lebensformen, einer Lebenskultur, die sich vielleicht vorher schon so allmählich rausgeprägt hat, zusammen zwischen den Generationen? Was haben Sie damals für die Musik gehört oder was hatten Sie damals so für so eine Lebenseinstellung eigentlich? Und die Beatles und die Rolling Stones, das waren die Popgruppen, denen man nachgelaufen ist. Und die haben ja wunderbare, aufrüttelnde Musik gemacht. Nicht zu vergleichen mit den deutschen Schlagern der 50er und 60er Jahre. Und das, was ich dann im Tanzunterricht noch mit Walzer und Foxtrott gelernt habe, plötzlich war also Rock und Rock'n'Roll angesagt. Und auch die Musik hat eigentlich eine Wende angedeutet, rebellisch, aufmüpfig, anders einfach. Und ich meine schon, dass ein Generationenbruch stattgefunden hat. Man lief mit Jeans rum, das war auch relativ neu, nicht? In Deutschland Jeans war irgendwie der Ausdruck einer Freiheit. T-Shirts, nicht? Das gab es vorher gar nicht. Und von der Kleidung bis zu der Länge der Haare und dem Verhalten hat sich alles geändert. Und auch zum Umgang mit dem anderen Geschlecht zum Beispiel. Ah ja, es war die Phase der Freiheit, nicht? Und all die Spießigkeit vorher, wenn man katholisch war wie ich, dann hat man ja Grausames gelernt, was man alles nicht darf. Und plötzlich war alles möglich. Ja, die Verhütungsmittel waren da. Im Wesentlichen natürlich die Pille für die Frauen, aber es war plötzlich eine Freiheit da, die vorher als verboten galt. Und das hat man natürlich kräftig genossen. Ja. Was hat nach Ihrer persönlichen Einschätzung damals, welche Rolle hat es speziell in Deutschland gespielt, dass doch die meisten der Elterngeneration diese Nazi-Zeit miterlebt hatten und auch dafür standen? Ja, ich hatte das Problem jetzt in meiner Familie nicht, habe aber doch bei Freunden mitbekommen, wie sie sich auseinandergesetzt haben mit der aktiven Beteiligung von ihrem Vater oder den Eltern. Es war allerdings spürbar, dass die Elterngeneration so ein Schweigen mit sich führte. Der Krieg. Das waren eigentlich nur Kriegserlebnisse als spannende Romaninhalte, aber die richtige Auseinandersetzung mit dem Faschismus wurde nirgendwo geführt. Und das ist schon ein Verdienst der 68er, dass sie diesen Mantel des Schweigens weggerissen haben und sich einfach auseinandergesetzt haben mit den Gräueltaten und diesen unglaublichen Ereignissen. Nicht auch gefragt haben, was habt ihr gemacht damals? Warum habt ihr nichts gemacht? Und das ist schon ein Kampf mit den Eltern gewesen, sich zu erklären, was da war. Und man hat ja doch sehr oft Rechtfertigungen gefunden, nicht? Man konnte nichts tun, es war auch gar nicht so schlecht. Der Hitler hat die Autobahn gebaut und für jeden eine Arbeit gebracht, nicht? Also es wurde an sich eher noch beschönigt und das lässt sich ja die Jugend nicht gefallen, ne? Wenn man ein bisschen nachgedacht hat und ein bisschen sich auch informiert hat, was da in den 12 Jahren Hitlerfaschismus alles passiert war.